Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Dienstag, 28.09. 5 Uhr morgens, Bitcoin-Kurs 42.400. Ist das positiv? Nö. Ich bin heute Morgen auf den Chart gekommen und habe nur gesehen, dass wir hier irgendwie im 15-Minuten-Chart oder was weiß ich, wie es noch eingestellt war, als ich ins Büro gekommen bin, hier ungefähr, hab nur gesehen, aha, wir sind hier runtergedippt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ist doch nicht schlimm. Aber ein kurzer Dip hier unter diese grüne und unter die goldene Linie, sage ich einfach mal. Da kommen wir jetzt schnell wieder raus. Da habe ich mal ganz kurz umgeschaltet auf den 1-Stunden-Timeframe. Habe ich mir gedacht, oh, wir sind ja schon länger drunter. Auf den 4-Stunden-Timeframe. Oh, und auf den 8-Stunden-Timeframe. Leute, das ist nicht B-Schein, das ist B-Ski. Ne? Also, wir haben die goldene Linie genommen. Ich hoffe, keiner von euch ist hier long gegangen, denn wir hatten keine Möglichkeit, weder auf dem 8.4 noch 1-Stunden-Chart. Ne, weil ich gesagt habe, hier, wenn wir die Route nicht nach oben hin brechen, ne, besteht hier auch nicht die Möglichkeit, nach dem Ausbruch long zu gehen. Und was ist jetzt passiert? Wir sind auf einem 8-Stunden-Chart unter unser 0,5er FIB gefallen und testen das jetzt von unten an. Positiv sieht anders aus. Also ganz ehrlich, da kann ich dann nur sagen, ja, gestern Abend noch in Anführungsstrichen Glück gehabt, dass ich meinen Stop-Loss ein bisschen hochgesetzt habe. Ich wurde zwar ausgestoppt, ist jetzt nicht so schlimm, aber das hier ist nicht positiv. Nee, kann man so nicht wirklich sagen. Können wir jetzt hier Stopp machen und wieder raus? Ja, können wir. Aber machen werde ich jetzt hier aktuell definitiv mal gar nicht. So, ein bisschen besser. So, da lasse ich jetzt mal ordentlich die Pfoten von. Ne? Die kann ich mir nämlich auch jetzt wirklich hier ordentlich verbrennen. Wenn wir diese goldene Linie jetzt hier nämlich nicht halten, die 4 Auflagepunkte hat, 1, 2, 3, 4. Ne? Wenn wir die nicht halten, ja dann ab die Post zur nächsten. Das ist diese hier und gleichzeitig die untere Linie unserer pinken Supportbox. Na, nochmal hier, 40.600. Wäre es schlimm, wenn wir hier nochmal aufschlagen? Nö. Na, aber ja, ein bisschen strong ist anders, sag ich mal so. Ne? Wir haben ja eigentlich damit gerechnet, dass wir unser Wake-Off jetzt beendet haben. Wir sind ja ursprünglich, als wir hier runter gedippt sind, davon ausgegangen, dass wir bis hier runter dippen und dann das hier machen. Na? Gleiche praktisch wie hier. So, wir sind aber hier stehen geblieben und haben jetzt hier praktisch einen Turm gekriegt. Ja? Klar kann das sein, dass wir jetzt nochmal hier hin tippen und dann von hier aus hochgehen. Aber jetzt gerade bin ich froh, an der Seitenlinie zu stehen und ja, nicht darüber nachdenken zu müssen, ob ich jetzt einkaufe oder nicht. Und ja, vielleicht ist auch hier wirklich die bessere Lösung, einfach darauf zu warten, dass wir diese goldene Linie hier brechen. Dann sieht alles doch schon mal deutlich positiver aus. Ja? Also, dieses ganze kleine Gehabe hier, ich sage ja eigentlich oft selber, der 8-Stunden-Chart ist zwar der wichtigste, ne? Aber dann halte ich mich nicht dran. Vielleicht sollte ich das einfach mal wieder tun, denn wir sehen hier auch auf dem 1-Stunden-Chart, ne? Rausgefallen, rein, raus. Alle haben gedacht, okay, super. Dann runtergekommen, haben wir gedacht, 4 Stunden oder 8 Stunden Bestätigung. Jo, am Arsch. Und dann wieder reingefallen. Na, das ist hin und her, Taschen leer. Also, vielleicht sollten wir doch dann wirklich mal darauf warten, dass wir diese goldene Linie hier nach oben hinnehmen. Dann scheint die Nummer doch ein bisschen klarer zu sein als jetzt. Ja, manchmal muss man dann auch einsehen, dass man hier, ja, nicht falsch gelegen hat, aber dass es gut war, hier dann nochmal die Finger davon zu lassen und vielleicht nochmal ein, zwei Tage zu warten. Jetzt noch was anderes. Ich habe mir das Ganze nochmal hier auf dem Linienchart angesehen. So, hier ist der Linienchart. Machen wir mal auf Tagesbasis, das wird, glaube ich, ein bisschen deutlicher. Wir gehen ja davon aus, dass das hier unser Mid-Cycle-Dip war, hoch und dann. Haben wir ja schon vor einem Monat ungefähr besprochen, dass wir dann hier darauf warten, dass es einen Dip gibt, einen Dip, ein bisschen hoch und dann einen weiteren Dip. Das ist ja im Endeffekt genauso passiert. Ein Dip, ein bisschen hoch,
einen weiteren Dip. Ja? Und dass wir dann hier eine Art V rauskommen. Denn das ist in den letzten beiden Zyklen genauso passiert. Da kann ich gerne nochmal zurückgehen. Und wenn wir annehmen, dass unser Mid-Cycle-Dip, ne, vorbei gewesen ist, hier, ja, die Beendigung der Phase hier. Das heißt, wir würden uns in folgender Phase befinden. Runter, hoch, runter. Mit einem V heraus, ein bisschen seitwärts. Ne, das ging hier über mehrere Tage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, naja, fast 14 Tage, sage ich einfach mal. Und dann haben wir den Move gemacht. In dem Fall wäre die wichtigste Linie hier gewesen. Ne? Dann haben wir den Move gemacht. 2013 gab es genau dasselbe. Muss ich mal ganz gucken. Hier sind wir davon ausgegangen, ja. Hier sind wir davon ausgegangen, dass es ein Mid-Cycle-Dip gewesen ist. Wenn wir jetzt näher herangehen, haben wir hier eine klein bisschen andere Struktur, aber im Endeffekt dieselbe. Na, runter, ein bisschen hoch, dann sind wir hier längere Zeit seitwärts gelaufen. Nochmal runter mit einem V praktisch heraus. Dann ging es auch hier seitwärts in ungefähr 1, 2, 3, 4, 5, ungefähr eine Woche, na, bevor wir dann aus dieser herausgekommen sind. Also im Endeffekt ist alles wie gehabt, alles passt ungefähr zu dieser Struktur, die wir jetzt in den letzten beiden Zyklen gehabt haben. Runter, hoch, noch ein Dip und dann aus dem letzten Dip mit einer Art V heraus, ne, und dann eine leichte Konsolidierung seitwärts ein bisschen herunter, bevor wir dann durchgestartet sind. Im Endeffekt sieht das ja alles genauso aus, aber man macht sich halt trotzdem immer Gedanken, ne? Runter, hoch, runter, mit einem V heraus, eine leichte Konsolidierung und dann die Explosion. Ne? Im Endeffekt ist das hier alles eigentlich vollkommen im Rahmen. Aber zwischendurch muss man sich das dann nochmal angucken, bevor man sich dann doch ein bisschen in die Hose kackt und ja, das Ganze nochmal auf sich wirken lassen. Heißt für mich jetzt ganz einfach, der weitere Fahrplan, ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich bleibe an der Seitenlinie, ich warte. Na, hier ist jetzt, Achtung, wieder der Kerzenchart. Ich bleibe an der Seitenlinie. Ich warte, glaube ich, wirklich darauf, bis wir diese goldene Linie hier nach oben hin durchbrochen haben. Dann scheint es für mich klar zu sein, dass wir aus dieser Korrekturphase hier herausgehen. Kommen wir nochmal nach hier unten runter auf die 40.000. Ich glaube, dann kaufe ich nochmal eine Kleinigkeit ein, weil ich nicht denke, dass wir hier nochmal hinkommen. Wenn wir hier nochmal hinkommen, na, dann ist diese, ja, Bewegung, die wir in den anderen beiden Märkten, in den anderen beiden Zyklen hatten, und zwar diese hier, runter, hoch, runter, mit einem V heraus, ein bisschen Konsolidierung und dann die wilde Fahrt, dann ist diese Bewegung hier nicht mehr gegeben. Dann haben wir nämlich diese Bewegung, ne? So, und dann ist das ein Abwärtstrend. Mal sehen, wie das Ganze also weitergeht. Ich will auch nicht weiter um den heißen Brei herumschwafeln, sage ich einfach mal. Der Lambo steht zwar an der Seitenlinie, aber er steht und er wartet darauf, von uns abgeholt zu werden. Die Frage ist nur, wann. Wenn euch das Ganze gefallen hat, wie immer, gerne einen Like, einen Kommentar für den Algorithmus dalassen und ein Abo, wenn ihr kein Abonnent seid. Gleich geht's weiter mit Ethereum und den Altcoins.